Ein gesundes Gehirn steuert das Leben. Ist ja auch wichtig, denn wir sind Geschöpfe, die denken können, überlegen und so vieles entscheiden auch. Und um gesunde Entscheidungen zu treffen, brauchen wir einen gesunden Verstand. Wie können wir ihn stärken? Wie arbeitet das Gehirn? Das Gehirn, wenn man es betrachtet, anatomisch, ist so eine schwabbelnde Masse, fast wie Gelatine. Man brauchte Spezialfärbungen, um die Gewebe erkennen zu können, die Nervenzellen, die konnte man nicht mit üblichen Färbungsmethoden so untersuchen, so wie bei anderen Geweben. Also das Gehirn ist schon ein Rätsel für viele. Man hat vieles gelernt inzwischen. Aber es ist doch erstaunlich, immer mehr dazu zu lernen. Das Gehirn hat viel Speicherplatz, funktioniert wunderbar, ohne Lärm, kaum ohne Stromverbrauch, könnte man sagen, obwohl die Gehirnzellen auch mit Elektrizität arbeiten. Gott hat uns wirklich wunderbar geschaffen. Nun, heute geht es nicht so sehr um die gesamte Physiologie und Anatomie, sondern was können wir tun, um unser Gehirn, unsere Entscheidungen besser zu treffen, das Gehirn besser zu pflegen. Da ist wieder eine Frage in der Bibel. Kann auch ein Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Flecken? Kann er nicht? Die Antwort ist absolut nein. Und jetzt sagt er, so könnt ihr auch Gutes tun, die ihr des Bösen gewohnt seid. Antwort, logisch, nein. Wenn das ähnlich ist, wer Böses gewohnt ist, wie soll er Gutes tun? Und heute lernen wir etwas über Gewohnheiten. Wir haben bereits gesehen, dass ein Baby lernt durch Gefühle, dann kommen Gedanken, Ideen, Taten, wenn die wiederholt werden, Gewohnheiten. Das bildet unseren Charakter. Der Charakter hat seinen Sitz im Frontallappen, den wir jetzt sehen wollen. Und schlussendlich bestimmt unser Charakter unsere Zukunft. Gut oder nicht. Aber, jetzt kommt das Aber. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Leopard kann seine Flecken nicht ändern. Wir können uns auch nicht so ändern. Aber Christus kann es. Und das ist das Gute. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft. Viele Menschen strengen sich an. Ja, man kann vieles lernen, mit Mühe, mit Not, mit Wiederholung, mit gutem Willen. Das alles ist notwendig. Gott wird uns nicht ändern ohne unsere Bewilligung, ohne unsere Zutaten, dass wir uns auch mit einfügen in diesen Prozess. Aber den Sieg bekommen wir durch Christus. Was ist eine Gewohnheit? Etwas,
was man wiederholt, ohne dann bewusst denken zu müssen. Wenn man Auto fahren lernt, dann überlegt man, wo ist die Kupplung, wo ist die Gangschaltung, die Bremse. Am Anfang muss man denken. Später geht es automatisch. Man denkt nicht mehr, das geht von alleine. Das ist eine Gewohnheit. Und die wird eben dadurch gebildet, durch Wiederholungen. Nun, es gibt zwei Arten. Gute, die sind nützlich, zeitsparend, können lebensrettend sein. Hier zum Beispiel Wasser trinken. Ja? Am Anfang muss man sich das in Erinnerung bringen. Ja, ich muss mehr Wasser trinken. Ich sollte 5 bis 6 Gläser Wasser trinken oder Glas Wasser am Tag. Und man strengt sich an, bis sich die Gewohnheit bildet. Und wir haben oft gute Vorsätze. Und manch einer kämpft immer noch mit dieser oder jenen Gewohnheit, die er sich aneignen möchte. Und dann gibt es auch schlechte, die zerstörend wirken, der Gesundheit schaden. Jetzt ist es so, wenn eine Gewohnheit vorhanden ist, die zu ändern, ist nicht einfach. Und das hat diese Dame gemerkt. Sie sieht nicht sehr glücklich aus. Ja? Das ist nämlich schwierig, das zu ändern in eine neue, bessere Gewohnheit. Hier haben wir einen Bergsteiger. Der erklimmt jetzt den Folgen und ich merke, da irgendjemand schmunzelt. Warum? Der hat Rollschuhe an. So kann man nicht Bergsteiger sein. Man braucht die richtigen Werkzeuge. Und so ist es auch mit unserem Gehirn. Wenn wir uns etwas angewöhnen wollen, dann müssen wir das auch richtig anpacken. Richtig tun. Gewohnheiten kommen nicht von alleine. Die Nervenzellen sind sehr interessant. Sie haben verschiedene Fortsätze, Arme. Man nennt sie Dendriten, wo sie empfangen, und Axon, wo sie weitergeben. Der Zellkern macht, dass die Zelle lebt. Die Nervenzellen sind so spezialisiert, dass sie die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, verloren haben. Wenn also eine Nervenzelle stirbt, da kann nicht eine andere sich jetzt vermehren und wieder Ersatz bilden. Im Labor soll das angeblich möglich sein. Aber in Wirklichkeit, in unserem Gehirn, ist das nicht so der Normalfall, möchte ich sagen. Zumindest soweit wir das bis heute wissen. In unserem Gehirn haben wir eben Millionen Nervenzellen mit ihren Fortsätzen, Kontakten. Die Kontakte nennen sich Synapsen. Und man wird ja geboren mit diesen Nervenzellen. Wie findet denn das Lernen statt? Die Gewohnheiten und so weiter. Durch Verknüpfungen, die können sich vermehren. Je mehr Verknüpfungen, desto mehr Möglichkeiten, desto mehr lernt man. Also die Verknüpfungen, die kann man vermehren. Das entspricht dem Lernprozess. Diese Zellen arbeiten ja mit Elektrizität, Strom.
Die Verbindung, das ist die Synapse. Und die Übertragung von Information von einer Zelle zur anderen an diesem Punkt, an der Synapse, ist chemisch, sind Überträgersubstanzen, Neurotransmitter. Und da gibt es für verschiedene Gefühle, verschiedene Substanzen. Man kennt viele, entdeckt immer wieder neue. Da hat man noch kein Ende gefunden. Und das ist wichtig, diese Substanzen, wie die funktionieren. Und unsere Lebensweise wirkt auch auf diese Stelle, auf die Synapse. Das ist jetzt ein kleines Video, wie das funktionieren soll. Ich hätte einfach einen Lautsprecher einschalten sollen. Fuses with the membrane of the axon terminal, enabling the vesicle to release its contents into the synaptic space. The molecules released from the vesicles are chemicals called neurotransmitters. They drift across the synaptic space and bind to special proteins called receptors on the postsynaptic neuron. The binding of a neurotransmitter to its receptor can trigger an action potential in the postsynaptic neuron. That electrical signal then moves toward the cell body of the postsynaptic neuron. Now that the neurotransmitter has relayed its message, it releases from the receptor into the synaptic space. Some of the neurotransmitter is degraded by enzymes in the synaptic space, and some of the neurotransmitter is carried back into the presynaptic neuron through transporter proteins. The neurotransmitter that is taken back up into the presynaptic neuron is then repackaged into vesicles that can be released the next time an action potential reaches the axon terminal. The entire process repeats each time an action potential reaches the axon terminal of the presynaptic neuron. Jetzt auf Deutsch. Das sind also diese beiden Nerven, der eine überträgt an den anderen eine Stimulation. Das geht chemisch voran. Das sind diese Neurotransmitter. Und der andere Nerv, der hat Rezeptoren, also Schlüsselstellen, und die sind empfindlich für gewisse Substanzen. Verschiedene Substanzen, die lösen dann in dem anderen Nerv einen Strom aus und das verursacht dann Gefühle, Gedanken, Empfindungen. Wenn dem nicht so wäre, wenn es diese Schaltfläche nicht gäbe, dann wäre ja der Strom überall, man würde explodieren. Gott hat es so gemacht, dass eben durch Gedanken, durch Gefühle auch diese stimuliert werden, chemisch. Und so geht es weiter, weiter, weiter. Und dann gibt es weitere Gedanken, Gefühle, Taten. Wunderbar gemacht. Funktioniert prima. Man kann jetzt Einfluss üben, das werden wir gleich sehen, auf diese Synapsen mittels Drogen, Medikamenten zum Beispiel. Das ist möglich, darauf kommen wir noch. Hier kommt ein Gedanke, ja, eine Kette. In eine Richtung gibt eine Handlung, eine Aktion. Es könnte auch eine andere sein. Wenn man jetzt
eine Gewohnheit ändern möchte. Da ist die alte. Dann muss ich erst mal denken, entscheiden. Also die möchte ich nicht mehr. Da muss ich irgendwo jetzt abschalten und eine neue Aktion, eine neue Gewohnheit entwickeln. Was passiert mit der alten? Die ist immer noch da. Die schläft. Das ist so, wie wenn da eine Wiese wäre und ich laufe dann, und dann bildet sich ein Pfad. Je mehr ich laufe, immer auf demselben Pfad, dann bildet sich der. Dann wächst kein Gras mehr, dann ist ein Pfad. Möchte ich einen neuen, mache ich einen neuen. Aber der ist noch da. Kann wieder aufwachen. Eigentlich werden diese alten Gewohnheiten endgültig ausradiert erst, wenn wir auf der neuen Erde sind. Dann wird das Alte definitiv ausradiert. Aber bis dahin ist immer noch vorhanden. Die müssen ersetzt werden durch neue. Zum Beispiel Schlittenfahren. Schlittenfahren macht Spaß. Man wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und so bilden sich neue Gewohnheiten. Der Apostel Paulus, das war ein intelligenter Mann, studiert, aber er hatte ein Problem. Und das haben wir auch. Er sagte, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Der steht vor seinen alten Gewohnheiten wie vor einem Elefant. Und uns passiert das auch. Ja, wie schaffe ich das bloß? Ja? Das ist so im Fleisch, sagen manche. Ja? Das ist eingefleischt. Diese Gewohnheit, es ist so schwierig, die zu überwinden. Und manchmal hat man sie überwunden über lange Zeit und plötzlich kommt eine Situation und der alte Mensch wacht wieder auf. Aber, sagt derselbe Apostel Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und das ist die gute Botschaft. Ich habe heute früh gesagt, wir sind hier in einem Krankenhaus für Sünder, wir wollen geheilt werden. Christus ist unser Arzt, er kann das, er behandelt uns. Manchmal ist es schmerzhaft. Wir müssen dranbleiben. Aber er vermag es. Ich zitiere noch einmal aus dem Buch Das bessere Leben. Wir können den mächtigen Feind, der uns in seinen Fängen hält, nicht überwinden. Wir alleine können es nicht. Gott allein kann uns den Sieg geben. Doch kann er uns ohne unsere Einwilligung und unseren Krafteinsatz nichts in uns ausrichten. Der Geist Gottes wirkt sich durch die dem Menschen verliehenen Fähigkeiten und Kräfte aus. Gott fordert den Einsatz unserer Willenkraft. Wo sitzt die? Im Stirnlappen. Unser Urteilsvermögen? Im Stirnlappen. Deshalb studieren wir jetzt den Stirnlappen, denn den müssen wir einsetzen. Wollen wir unsere Gewohnheiten verbessern, alte ablegen, dann müssen wir die richtigen Schuhe anziehen, die richtigen Methoden und unsere Willenskraft verwenden, ja, und Gott wird uns dann unterstützen. Ich kann jede Gewohnheit ändern, wenn ich entscheide und mit Gottes Hilfe. Das hat auch der Apostel Paulus erkannt. Und er sagte einmal, ich kämpfe, ja, einen guten Kampf. Es ist nicht von alleine,
kommt nicht von alleine. Wir müssen uns unsere Kraft dazu tun. Nun, das Gehirn hat, man hat entdeckt, da gibt es verschiedene Bereiche. Im Zentrum die Emotionen, Gedächtnis, die Motorik, Sensorik, die Vision im Hinterlappen, haben wir schon gesehen. Im Stirnlappen, Frontallappen, Wille, moralische Entscheidungen, tief drin Appetit, Schlafrhythmus, Sexualtrieb. Die haben auch die Tiere, ja, ganz tief drin. Der Stirnlappen ist das, der Teil des Gehirns, der bei uns Menschen am weitesten entwickelt ist. Blut, Druck, Puls, Atmung im Stammhirn, Muskelkoordination im Kleinhirn. Jeder Bereich des Gehirns, Stammhirn, Kleinhirn, haben ihre Funktion. Und das wird jetzt koordiniert, damit wir vernünftige Wesen sind, ja, Menschen. Der Stirnlappen ist groß im Menschen. Sitz der Vernunft, Urteilsvermögen, Entscheidung, Wille. Pinea hatte einen Unfall. Das ist in der Geschichte beschrieben. Er war Arbeiter an Bahngleisen. Und die mussten da Bahngleise legen. Da gab es Felsen, die mussten sie sprengen, haben ein Loch reingebohrt in den Felsen, Dynamit hinein, um den Felsen zu sprengen, eine Eisenstange drauf, und bevor er weggehen konnte, ist das Dynamit explodiert. Ist ihm hier durch das Gesicht, hinter dem Auge, durch den Stirnlappen. Und er hat es überlebt. Aber sein Wesen hat sich verändert. Er konnte reden, weil der Sitz der Rede woanders ist. Er konnte hören, der Sitz ist woanders. Er konnte laufen, der Sitz ist woanders. Aber die moralischen Entscheidungen, die hatte er nicht mehr. Er war wirklich wie ein Tier. Er hat Blödsinn geredet. Sein ganzes Benehmen war unmenschlich. Durch diesen Unfall hat man viel gelernt über den Stirnlappen. Da hatte er ein Loch, war kaputt. Und wenn der Stirnlappen, der Frontallappen geschädigt ist, dann passieren verschiedene Dinge. Moralische Prinzipien werden gestört, soziales Verhalten. Bei Pinäas, der hatte ein miserables soziales Verhalten hinterher. Vorher war er ein anständiger Mensch. Verlust des Weitblickes, Behinderung des abstrakten Denkens, Beeinträchtigung des mathematischen Verständnisses, Verlust des Einfühlungsvermögens, der Empathie, mangelnde Selbstbeherrschung. Alle diese Funktionen haben ihren Sitz im Stirnlappen. Und das macht unser Wesen, unser Charakter aus. Wir haben ja studiert über unseren Charakter. Jetzt geht es spezifisch um den Stirnlappen. Was können wir tun, um den Stirnlappen gesund und kräftig zu erhalten? Was schädigt den Stirnlappen? Ein Beispiel: Alkohol. Alkohol ist Wasser. Mit Alkohol wird getrunken. Unser Gehirn wird umgeben mit einer wässrigen Flüssigkeit. Viele
Medikamente oder Substanzen können diese Barriere nicht durchbrechen, andere ja. Alkohol, ja, kann das durchbrechen. Was geschieht, wenn jemand also betrunken ist? Das empfindlichste Organ in unserem Körper ist unser Gehirn. Ein betrunkener Mensch kann sich nicht mehr beherrschen, redet Dummheiten, hat nicht den Weitblick. Wenn es schlimmer kommt, wird auch das Kleinhirn angegriffen, dann kann er nicht mehr gut sich koordinieren und schlussendlich schläft er ein, wird betäubt. Früher hat man bei Operationen die Patienten mit Alkohol betäubt. Aber die Grenze zwischen Betäubung und Tod ist so eng, so gefährlich, dass das also wirklich ein Risiko war. Man hat dann andere Substanzen, Betäubungsmittel entdeckt, erfunden und am besten Mischungen, dass die Sicherheit größer ist, die Gefahr zu sterben also geringer, dass nur betäubt wird. Alkohol ist sehr giftig für das Gehirn. Alle diese Funktionen, die sind extrem wichtig für unser kluges Wesen, Verhalten, Denken. Und das wollen wir auch optimal behalten, also nicht beeinträchtigen. Merwin Hardinge war der Dekan der Fakultät in Loma Linda. Er war mein Professor und er hat ein Buch geschrieben, Bausteine einer gesunden Lebensweise. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Hat jemand von euch das Buch mal gelesen? Bausteine einer gesunden Lebensweise. Es wurde, glaube ich, nur einmal veröffentlicht vom Verlag in Hamburg. Und er beschreibt die Funktionen des Gehirns. Unterscheidungsfähigkeit, Urteilsvermögen, Selbstbeherrschung und Willenskraft. Hier in unserem Stirnlappen. Die Frage ist jetzt, Sie werden beeinträchtigt durch was? Das wollen wir ja vermeiden. Sauerstoffmangel, habe ich bereits erzählt, als das kleine Flugzeug hochkam über die Regenwolke, nur eingeschlafen. Ja. Übermüdung, das hat man gemacht im KZ, bei den Gefangenen, um da irgendwie ein Geheimnis rauszuholen. Sie haben sie nicht preisgegeben, dann hat man sie übermüdet. Man hat sie nicht schlafen lassen. Eine Nacht, ein Tag, zwei, drei, bis sie diese Fähigkeit verloren haben und das Geheimnis preisgegeben. Zu üppige oder mangelhafte Kost. Interessant. Hat auch eine Wirkung auf unser Gehirn. Alkohol, haben wir bereits erwähnt. Drogen. Menschen, die Drogen zu sich nehmen, sind keine bösen Menschen. Die haben nicht die Absicht, sich zu schädigen, aber sie wollen andere Gefühle, neue, die eigentlich nicht normal sind. Und wir werden gleich sehen, wie können wir wunderbare Gefühle entwickeln auf normale Weise. Das ist ja interessant. Medikamente. Es gibt Medikamente, da steht drauf, seien Sie vorsichtig, wenn Sie Auto fahren. Ihre Reaktionsfähigkeit wird beeinträchtigt. Diese Medikamente wirken auf die Synapsen. Schmerzmittel.
Wenn eine Wunde, wollen wir sagen, eine Operation, wird aufgeschnitten, der Patient merkt nichts. Auch bei örtlicher Betäubung. Warum? Weil die Synapsen blockiert sind. Die Wunde ist da, der Schmerz ist da, aber er kommt nicht hoch ins Bewusstsein. Medikamente, die auf die Synapsen wirken. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den hatten wir noch nicht erwähnt. Gewisse Literatur, Fernsehen und Musik. Die haben eine ganz starke Wirkung auf die Synapsen. Hier ist eine Liste von Substanzen, die den Stirnlappen schädigen. Illegale Drogen, gewisse Arzneimittel, haben wir bereits erwähnt, und legale Drogen, soziale Drogen, Alkohol, Koffein, Nikotin. Warum? Die wirken, Koffein und Nikotin wirken auf die Synapsen. Verursachen also eine Überstimulation, die nicht vorhanden ist, oder blockieren. Nun gibt es verschiedene Arzneimittel gegen Asthma. Blutdruck senkend, Beruhigungsmittel, Antidepressiva, Entzündungshemmer, Betäubungsmittel, Antiallergika, Grippemittel. Alle diese Mittel heilen nicht die Ursache, sondern wirken auf die Symptome. Manchmal sind sie notwendig, wollen wir nicht verleugnen, aber man sollte nicht nur dabei bleiben, sondern die Ursachen versuchen zu beseitigen. Im Notfall braucht man Medikamente, das ist gut, können wir dankbar sein. Aber wir müssen unbedingt auf die Ursache. Nun, Alkohol. Das ist vom Nationalen Institut über Alkoholismus in den USA. Autopsien. Wenn jemand gestorben ist, hat man den Schädel geöffnet, um zu sehen, wie ist die Gehirnstruktur. Und dann hat man gefunden, dass Patienten mit einer Vorgeschichte von chronischem Alkoholkonsum ein kleineres, leichteres und geschrumpftes Gehirn haben als erwachsene Nicht-Alkoholiker mit gleichem Alter und Geschlecht. Jedes Mal, also wenn wir zum Beispiel eine Wunde behandeln wollen, desinfizieren, dann nimmt man Alkohol, tötet Bakterien, tötet Gehirnzellen. Zum Glück nicht alle auf einmal, aber nach und nach. Und dann, was passiert bei chronischer Vorgeschichte von Alkoholismus? Ihre Persönlichkeit ist verändert. Die Bilder zeigen, dass die Schrumpfung, das ist jetzt durch Röntgenbilder, dass die Schrumpfung besonders ausgeprägt an der Rinde, am Kortex des Frontallappens ist, Stirnlappen, von dem man annimmt, dass er der Sitz der höheren intellektuellen Funktionen ist. Die Schrumpfung ist auch in tieferen Hirnregionen erkennbar, einschließlich der Struktur im Zusammenhang mit Gedächtnis und dem Kleinhirn, welches die Koordination und das Gleichgewicht reguliert. Und hier sind jetzt einige legale Drogen, Koffein. Was passiert mit Koffein? In einer normalen Synapse ist Adenosin der Überträger, ein bestimmter Überträger.
Ja, ein Neurotransmitter. Was macht das Koffein? Das wirkt ähnlich wie das Adenosin. Und die Person hat jetzt übermäßig Stimulation. Durch Koffein wird man wach. Aber diese nicht normalen Substanzen haben Nebenwirkungen. Und das ist das Problem. Das Adenosin vom Körper produziert, hat keine schädliche Nebenwirkung. Koffein, ja. Was passiert? Eine Mutter, die viel Kaffee trinkt, wenn sie dann ein Baby bekommt, das geht ja, Kaffee geht ja durch die Plazenta in das Gehirn des Babys. Dieses Gehirn entwickelt sich nicht so gut wie normal. Das Geburtsgewicht wird weniger von dem Baby, auch allgemein. Blutdruck wird erhöht bei der Mutter. Herzrhythmusstörungen, prämenstruale Symptome werden verschlimmert. Sodbrennen, das sind alles Nebenwirkungen, die man eigentlich nicht wünscht. Was passiert, wenn man zusammensitzt und Kaffee trinkt? In dem Buch Bewusst Essen lesen wir, wenn sich Tee- und Kaffeetrinker gesellig zusammenfinden, dann zeigen sich die Wirkungen ihrer gefährlichen Gewohnheit. Alle trinken reichlich von diesen beliebten Getränken, und sobald der stimulierende Einfluss da ist, lösen sich ihre Zungen. Und sie beginnen, schlecht über andere zu reden. Sie reden zu viel und achten nicht mehr auf das, was sie sagen. Was wurde beeinträchtigt? Selbstbeherrschung. Ja? Die Funktion des Stirnlappens ist beeinträchtigt. Ich liebe das Wort Bremse. Der Stirnlappen ist eigentlich eine Bremse. Wenn man den ausschaltet, dann arbeitet man und funktioniert und bewegt sich und spricht und macht alles Mögliche ohne Bremse, ohne Kontrolle. Aber wenn die Bremse gut funktioniert, dann sind wir überlegt, wir sind bedächtig, wir sind vorsichtig und wir tun nicht alles, was man sonst normalerweise tun würde. Was braucht das Gehirn, um gut zu funktionieren? Das wollen wir ja, dass das Gehirn kräftig ist. Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse, so einfach und natürlich wie möglich zubereitet, sind die gesündesten und nahrhaftesten. Sie verleihen was? Eine Stärke, also körperlich, Durchhaltevermögen, körperlich, und eine Verstandeskraft, geistig, die mit einer aufwendig zubereiteten und den Appetit stärker anregenden Nahrung nicht erreicht werden können. Wir haben hier also ein gutes Rezept für körperliche und geistige Stärke. Zucker. Es hat sich gezeigt, dass große Mengen Zucker die optimale Funktion des Stirnlappens in Schulkindern behindert. In Süddeutschland, da gab es den Dr. Brucker. Er war Zahnarzt. Er und ein anderer, die haben ein Kinderheim aufgebaut und haben aber diesen Kindern keinen Zucker gegeben. Freien Zucker. Wir haben ja Zucker im Obst. Ja? Wir haben komplexe Kohlenhydrate in der Stärke, Reis,
Bohnen, Kartoffeln und so weiter. Also Zucker ist der einfache Zucker. Haben sie denen nicht gegeben. Die Kinder in der Schule waren ein Jahr voraus vor den anderen. Die hatten einen gut funktionierenden Stirnlappen. Interessant, Arachidonsäure, die ist im Fleisch vorhanden, sie hemmt die Gehirnfunktionen. Das habe ich aus dem Buch von Nell Nedley. Das gibt es doch auch auf Deutsch. Was, sagt Ellen White, reichlicher Fleischgenuss vermindert die geistige Regsamkeit. Studenten könnten in ihrem Studium viel rascher vorankommen, wenn sie nie Fleisch essen. Er stärkt der triebhafte Bereich des Menschen, also die Zentren, die im tiefen Gehirn sind, wenn die mehr stimuliert werden, nehmen die geistigen Kräfte in eben demselben Ausmaß ab. Überstimulierung auf der einen Seite, Unterfunktion auf der anderen. Sie sagt weiterhin, ein religiöses Leben kann viel leichter erstrebt und erfolgreicher ausgelebt werden, wenn wir das Fleisch weglassen. Denn eine solche Ernährung regt die niederen Neigungen zu intensiver Tätigkeit an und schwächt die sittliche und geistliche Natur. Stirnlappen wird geschwächt in demselben Maß. Es ist leichter, sich zu beherrschen, ohne Stimulierung. Wir kommen nochmal zurück. Das limbische System, die Emotionen, das Gedächtnis, ja, im Zentrum sind der Schlafrhythmus, Sexualtrieb, all das. Das wollen wir nicht überstimulieren. Der Verzehr des Fleisches von toten Tieren wirkt sich auch auf unsere geistliche Einstellung aus. Wenn Fleisch unser Hauptnahrungsmittel ist, gewinnen die niederen Leidenschaften die Oberhand über den Verstand. Das ist eine Beleidigung Gottes und die Ursache für den Niedergang unseres geistlichen Lebens. Was haben wir gelernt bei den vorsintflutlichen Einwohnern? Und dann danach, sie aßen viel tierische Produkte, viel Fleisch. Und ihre Triebe waren so stark, sie waren böse. Gott musste sie auslöschen, neu anfangen. Wir versuchen ja, uns zu beherrschen. Wir tun das Beste, wo wir nur können. Dann sollten wir auch darauf achten, unseren Stirnlappen zu stärken. Da, wo die Willenskraft den Sitz hat, das Urteilsvermögen, der Verstand, den wollen wir stärken. Also sollen wir auch in unserer Lebensweise, in unserer Ernährung darauf achten. Auch schlafen, ja, vermeiden, was schadet. Tyramin, all diese Substanzen mit ihm, ja, Nikotin, Koffein, Tyramin, das sind alles Substanzen, die auf die Synapse wirken. Reichlich vorhanden in Käse, in rotem Wein, also da gibt es nicht nur Resveratrol, was gut ist, sondern auch Tyramin. Und wir haben hier eine Liste von Neurotransmittern. Ich habe diese Liste aufgestellt, um zu zeigen, auf der einen Seite die normalen in unserem Körper, und da gibt es noch viele andere,
Acetylcholin, Norepinephrin, Angiotensin, Dopamin, Histamin, Adrenalin, Endorphin, das die guten Gefühle verursacht oder stärkt, Leukokinin, das die Leukozyten stimuliert, damit sie auch kämpfen können, Interleukin, Insulin. Insulin ist interessant. Unsere Zellen brauchen Glucose, um zu arbeiten. Die Glucose geht aber nicht direkt hinein, sondern die Zellen haben Rezeptoren. Das Insulin vom Pankreas öffnet die Tore. Bitte schön, gehen Sie hinein, ja? Stärken Sie die Zelle. Es ist wie ein Schlüssel. Die Neurotransmitter, das sind die Schlüssel, die passen in die bestimmten Schlüssellöcher. Jetzt kommen die anderen, die nicht in unserem Körper normal sind. Nikotin, Koffein, Theobromin, Tyramin, Triptamin, Heroin, Morphin, Amphetamin und so weiter. Was bewirken sie? Sie haben Einfluss auf die Synapsen. Sie ändern die Funktion der Synapsen. Entweder der Blutdruck geht hoch, oder er geht wie beim Koffein, oder er geht runter, Adrenalin auch und so weiter. Alles Funktionen, die nicht normal sind. Sie werden übernormal, übernatürlich stimuliert. Und da kommen unter Morphin, Amphetamin, Heroin, die sehen plötzlich Dinge, die gar nicht existieren. Aber sie sehen sie. Sie haben Gefühle, hören Dinge, Panikattacken und so weiter. Die sind nicht normal. Aber die jungen Menschen, die wünschen sich besondere Erlebnisse, die sie sonst nicht haben. Das Leben ist vielleicht zu langweilig. Jetzt ist die Frage, wie kann ich glücklich sein, gute Gefühle haben, das Leben genießen auf gesunde Weise? Das wollen wir ja. Will ich hier auch. Ich habe da einige erfunden jetzt. Ihr seht hier die ganzen Ine. Das Laufin. Laufin. Das macht, dass die Muskeln Endorphine produzieren. Das stärkt das Immunsystem. Es macht auch glücklich. Das sind die Glückshormone. Die Marathonläufer, die haben ein High. Ja? So wie Drogen. Leute, die Drogen zu sich nehmen, die haben auch ein High. Marathonläufer haben ein High. Wirklich. Das Laufin ist wichtig. Muss ja nicht ein Marathonläufer sein. Und das Arbeitin, oh, das macht einen glücklich. Man ist hinterher zufrieden. Man weiß, ich habe was geschafft, ich habe was geleistet, ich habe was Gutes getan, ich habe einem Menschen Freude gemacht. Arbeitin, ja, nicht vergessen. Lachin, ja, Lachin ist die beste Medizin, heißt es, ja. Macht fröhlich, Optimismus. Wir verwenden viel zu wenig davon. Das Singen. Wir singen ja in der Gemeinde. Und wenn wir singen, da können wir nicht traurig sein zur selben Zeit. Wir freuen uns, wir jubeln. Ganz spontan singt man, wenn man fröhlich ist. Und umgekehrt, das Singen bewirkt glücklich sein. Also, Singen, das Betin, ne? Gott bitten, stärkt uns. Wir werden glücklich. Die habe ich jetzt so aufgelistet. Aber das stimmt. Ja? Und das Helfen, wenn wir jemandem helfen. Wie fühlen wir uns hinterher? Glücklich. Ja? Gestärkt. Freudig. Und das alles stärkt unser Immunsystem. Das wollten wir ja auch. Gute Auswirkungen und macht uns glücklich. Wir haben die Möglichkeit. So einfach.
Hypnose. Was bewirkt Hypnose? Schaltet den Stirnlappen aus. Das bedeutet, wenn der Hypnotiseur dem hypnotisierten Menschen einen Auftrag gibt, der überlegt nicht mehr mit seinem Stirnlappen, weil der ja ausradiert ist. Der hat die Bremse nicht mehr, um Nein zu sagen. Der kann nicht entscheiden, ob es gut ist oder nicht gut. Der tut das, was ihm vorgegeben wird. Wie erreicht man das? Jemanden hypnotisieren. Das soll jetzt kein Unterricht sein. Aber wenn sich die Augen konzentrieren auf ein bestimmtes Objekt, meistens im Düstern, wo es keine Störungen gibt, kein Lärm, dass man sich konzentriert, ein kleines flimmerndes Licht, dann nimmt die Person das auf, weil der Stirnlappen umgangen wird. Es war ein Arzt, ein Adventist, damals, zur Zeit von Ellen White, der dachte, das wäre eine gute Methode, um Patienten zu behandeln mit bestimmten Problemen. Und das lesen wir in dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Ein ausgezeichnetes Buch. Kein Mensch darf mit dieser Methode, in der ein Mensch einen anderen seinem Willen unterwirft, experimentieren. Das ist eine Methode, die von Satan kommt. Wir müssen alles, was in diese Richtung geht, ablehnen. Wir dürfen nicht mit Mesmerismus und Hypnose spielen. Ja? Warum? Weil wir dürfen niemanden unseren Willen aufzwingen. Jeder Mensch hat freien Willen, freie Entscheidung. Nicht mal Gott zwingt uns sich auf. Er lädt uns ein. Wir sollen unser Urteilsvermögen verwenden. Und wenn wir logisch denken, werden wir erkennen, dass Gott die beste Lösung hat. Mein Vater, habe ich schon erzählt, war ein Alpinist. Er gehörte keiner Religion an. Aber er sagte, die Logik sagt mir, dass es einen Schöpfer gibt. Und er wurde Christ. Erst viel später wurde er Adventist, nachdem er die Bibel studiert hat. Er hat jedes Mal, wenn er ein Kapitel gelesen hat, ein kleines Strichlein dran gemacht. Er ist dann mit 87 gestorben. Heute früh habe ich gesagt, meine Mutter, die war 97. 97 hatte den Unfall. Aber mein Vater ist dann gestorben und ich habe seine Bibel in die Hand genommen. Der hat die Bibel mehr als 20 Mal durchgelesen. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Hat ihm gut getan. Nun, hier ist dieser Arzt, der hat angenommen, gedacht, dass die Methode hilfreich wäre. Aber das sollte man nicht tun. Wir haben nicht die Erlaubnis, den Willen eines anderen Menschen auf diese Weise zu beeinflussen. Jetzt komme ich zu einem Punkt. Fernsehen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der früher im Fernsehstudio gearbeitet hat. Die Methoden, wie diese Sendungen gemacht werden, bei Werbungen besonders. Und das nennt sich Rapid Scene Change, also schnelle Änderung der Szene. Da sieht man etwas,
was anderes. Man kommt nicht dazu, zu überlegen, was geschieht dadurch. Dadurch wird der Stirnlappen übergangen, übersprungen. Wenn jemand Fernsehen schaut, am Anfang ist es gar nicht so einfach. Aber mit der Zeit gewöhnt sich der Mensch daran und dieser hypnotische Zustand tritt immer rascher ein. Das hat dieser Spezialist im Fernsehen mir erklärt. Er macht es heute nicht mehr. Er wurde Adventist. Aber er hat da gearbeitet. Das war in Brasilien. Und das geschieht mit dem Fernsehen. Deshalb die Werbung. Da kommt irgendwas rasch. Man kann sich gar nicht überlegen. Das wird nur aufgenommen und gespeichert. Wir haben ja die Spiegelzellen, Spiegelneuronen. Da wird es gespeichert. Und dann kommt es wieder raus. Spontan. Man hat eine Werbung gesehen, geht in den Laden, oh, plötzlich kommt es rauf, man kauft etwas. Man hat sich gar nicht viel überlegt, das hat man gesehen in der Werbung. So wirkt das. Was geschieht? Passivität wird gefördert. Empfindlichkeit gegenüber Gewalttätigkeit wird vermindert. Träumerei vermindert Kreativität, reduziert Scharfblick und macht abhängig. Das habe ich schon vielfach beobachtet. Man wird abhängig. Ich habe geschworen, dass ich kein Fernsehen haben werde, aber auch nie eins gehabt. Werde es nicht haben. Meine Kollegen fragen mich, aber wie erfährst du dann, was geschieht auf dieser Welt? Sage ich, bin froh, dass ich nicht alles weiß. Nummer eins, verliere ich keine Zeit damit. Ich muss studieren, ich muss arbeiten, ich muss was lernen. Ich möchte ja, was lernen. Zweitens, wenn etwas Wichtiges passiert, dann sagen es mir meine Freunde oder Nachbarn. Also, wozu brauche ich das Fernsehen? Ich werde es schon erfahren, wenn es mich betrifft. Wenn ich aber irgendwas sehe, und meistens sind es Krimi oder schlechte Sachen, unmoralisch, das wird gespeichert in den Spiegelneuronen. Das bleibt drin. Wir haben ja gesehen, was hineinkommt, formt unseren Charakter. Wir müssen gute Dinge hineintun. Sehen, das Gute, hören, das Gute, ja, und so weiter. Das ist eine ernste Sache. Man hört selten darüber. Deshalb sage ich euch, was passiert mit Jugendlichen? Die Lehrer heutzutage, die beklagen sich. Die Jugendlichen können sich nicht mehr konzentrieren. Ja? Die haben nur oberflächliches Denken. Nur aufnehmen, aber denken, haben sie verlernt. Ich sage, die Denkmuskeln im Stirnlappen sind atrophiert. Weniger Interesse an Lektüre, Lernen, schlechte Gesundheitsgewohnheiten, schlechtes Benehmen und so weiter. Warum? Alles Folgen vom Fernsehen. Jetzt kommen wir zur Musik. Musik besteht aus drei hauptsächlichen Faktoren. Die Harmonie beeinflusst die Gedanken, die Melodie beeinflusst die Gefühle und der Rhythmus stimuliert die Bewegung. Was wird gemacht im Krieg oder was wurde gemacht? Getrommelt. Ja? Die Bewegung, Rhythmus, Adrenalin. Durch Musik. Hier. Und das geschieht unbewusst. Das geschieht einfach.
weil unser Gehirn so wirkt. Ist. Ab mit dir. Ja? Das wollen wir nicht. Der Einfluss ist groß. Nun, Ellen White schreibt etwas sehr Interessantes. Fahre nur fort, Gott zu loben, und wenn der Böse dich versucht, singe. Aktiv singen ist ganz anders als passiv aufnehmen. Nur aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Nein, aktiv singen. Und das haben wir zum Teil verlernt. Wer singt noch zu Hause? Einfach so fröhlich hinaus. Sehr gut. Sehr gut. Ne? Das tut dem Gehirnlappen gut. Als Jesus ein Kind war, wurde er auf jede Art versucht. Und was tat er? Er sang Psalmen, lobte Gott. In seiner Stimme war Musik. Dies beeindruckte die Herzen und Gemüter derjenigen, die ihn hörten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus Rockmusik gesungen oder angehört hätte. Das passt nicht in mein Gehirn. Unmöglich. Passt nicht zusammen. Aber loben, singen, preisen, das ja. Was sagte David? Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Das ist Nahrung für den Stirnlappen. Gesunde Nahrung. Jetzt interessant. Eine ständige Reizung der Sinne legt die analytischen Prozesse still und tötet letztendlich die Fähigkeit, dem Leben rational zu begegnen. Dies führt zu Ausweichtechniken wie Rückzug, Gleichgültigkeit und Vermeidung disziplinierten Denkens in der Konfrontation mit schwierigen Aufgaben und Entscheidungen. Ich mache mir Sorge über unsere Jugend. Wenn die erwachsen sind, haben sie die Fähigkeit, noch rational zu denken, schwierige Aufgaben zu lösen? Wir sind hier. Wir lernen. Wir haben diese Botschaften bekommen. Diese natürlich ist von einem Wissenschaftler, ja. Aber wir haben viele andere in den Büchern über Charakter und Persönlichkeit, Verstand, Charakter, Persönlichkeit. Da haben wir sehr gute, wissenschaftlich erprobte Aussagen, die uns helfen, das zu verstehen. Der Verstand passt sich dem Ausmaß der Themen an, mit denen er sich befassen muss. Wenn wir schwierige Aufgaben haben, dann wird der Verstand trainiert. Deshalb sage ich Gehirnmuskeln. Ja. Pflege positive Gedanken. Unsere Gedanken sollten nur auf Dinge gerichtet sein, welche das Gemüt veredeln. Was sagte Paulus? Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, lieblich, was wohlläutet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Und das sollten wir viel, viel mehr tun, viel öfter. Nichts ist besser dazu angetan, unseren Verstand zu stärken, als das Studium der Heiligen Schrift. Kein anderes Buch ist so geeignet, unsere Gedanken zu erheben, unsere Geisteskräfte zu stärken, wie die tiefen, veredelnden Wahrheiten des Wortes Gottes. Es ist nicht einfach, das Wort Gottes
Wenn man kann es nicht einfach so lesen wie ein Krimi. Nein, man muss nachdenken. Man liest einen Satz, das muss man verdauen. Den nächsten Satz. Zusammenhänge verstehen, zusammenknüpfen. Das stärkt unseren Verstand und veredelt unseren Charakter. Weil die Beispiele, die wir da lesen, Josef, Ruth und andere, von denen lernen wir, was gut ist.